Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Star Wars Battlefront. Wir spielen in der Jundland-Wüste und verprügeln jetzt gleich mal den Feind. Im Moment prügelt uns aber der Feind. Jetzt hat er es auf mich abgesehen, er hat mich erwischt. Arschloch. Ich gebe nicht auf. Ich will hier gewinnen. Ich sag, wie es ist. Ich will hier gewinnen. Ich habe jetzt die PlayStation nicht angemacht, um zu verlieren. So. Da ist einer, da ist einer. Kriegen wir den, kriegen wir den. Wo ist denn der hin? Oh, überlebe ich das? Überlebe ich das? Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, ich verschwind mal hier aus dem Truppenschild. Und guck mich mal da oben um. Okay. Oh, oh. Nein, ich fliege auch noch voll rein. Ich fliege voll rein. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich fliege auch noch voll in den Orbital rein. Irgendwie starte ich immer an derselben Stelle, wo das Spiel gerade begonnen hat. Hier ist oft ein AT-ST zum Abgreifen. Ah, den hat schon jemand anders gefunden. Ja, weiter geht's. Hat ja gerade einer auf mich geschossen. Ich hoffe jetzt mal, dass die... dass der AT-AT da mal gut Schaden macht. Man sieht gar keinen. Okay. Ah, doch. Oh, schon wieder ein Orbital, aber zum Glück einer von unseren. Mein Gott, hier geht's schon wieder ab. Und weiter. Immer weiter. Die Rebellen haben Wybing-Unterstützung an. Gucken wir mal darauf. Oh, das ist was, was mir gefällt. Das hat jetzt leider jemand anders bekommen. Und zwar der... Sack. Jetzt gucken wir mal. So, eigentlich... genau. Boah, Alter! Ich nehme mal wieder meine andere Waffe. Die bringt zwar mir auch nichts, wenn ich nicht schieße, aber mit der fühle ich mich dann doch ein bisschen wohler. Das ist, ich komme immer durcheinander. Die ist es. Ja, weiter geht's. Ja, okay. Alles klar. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Okay. Den Hammer, den habe ich gesehen. Können wir nochmal hier das runterwerfen. Die Hammer, die haben mich. Und weiter. So, da sehe ich sie schon wieder laufen da hinten. Die Schilde des Kampfläufers sind beschädigt. Lass nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Aber den, der ist schon draufgegangen. Vielleicht kriegen wir das. Sehr gut. Hammer. Ne, haben wir nicht. Was ist denn da passiert? Oh, sehr gut. Orbitalangriff. Vielleicht können wir den hier so mal rauslassen. Warten ab, was passiert. Vielleicht rennt ja gerade einer von diesen Hanswursten durch. Ja, ich hatte riesiges Glück. Ist keiner durchgelaufen. Egal. Egal, egal, egal. Oh, da geht's gut ab, da unten. Da geht's gut ab. Schauen wir mal.
was da noch so ist. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Nichts mehr weg. Von wo kommen die, von wo kommen die Schüsse? Ah, oh, da oben. Ja, hat er sich gut versteckt. Beziehungsweise eigentlich hat er sich nicht versteckt. Es hat nur keiner entdeckt. Diesen Lümmel. Oh, oh, mei. Scheiß Piloten. Die regen mich von Anfang an auf. Die sollen, was weiß ich, in der Luft sich bekämpfen. Aber mich nervt es da, wenn die immer auf die Bodentruppen losgehen. Der ist weg. Jetzt hat. Der ist weg. Ein bisschen Schützenhilfe gegeben. Okay. Da ist einer. Der hat mich gleich zurück ins Getümmel. Warte mal, wo will ich hin? Irgendwo, wo ich auch nochmal was treffe. Zurück in die Schlacht. Da steht doch einer, oder? Nee. Aber jemand hat mich schon wieder entdeckt. Was ich super lausig finde. Da ist auch einer. Hoppala. So, ich schau da nochmal hoch. Bin da schon andauernd im Visier. Vielleicht komme ich da nochmal weg. Das ist so ein, wie hieß das Ding? Zielschuss. Das ist, das haben, am Anfang haben alle mit dem Zielschuss gespielt. Aber anscheinend ist das irgendwie ein bisschen gebalanced worden, dass es nicht mehr ganz so heftig ist, weil da war ja irgendwie, ja keine Ahnung, von 8 Schüssen, von 10 Schüssen sind ja 8 getroffen. Und meistens ist man dann noch draufgegangen. Boah, diese dreckigen Hurensöhne von Piloten, echt wahr, die langweilen mich. Die... Diese Arschlöcher. Jetzt schauen wir mal. Das wird jetzt nicht lang dauern. Dann kommt wieder einer so von diesen Kasperl-Piloten und zimmert mich dann da aus meinem AT-ST raus. Gott, sehr fix. Das Ding latscht auch so langsam da entlang. So, komme ich an dem noch vorbei. Komm, komm, komm. Quetsch dich da mal durch. Sie versuchen, dich aufs Korn zu nehmen. Jawohl. Unverschämtheit, echt wahr. So, ich laufe gleich mal weiter. Da greift mich schon der AT-AT an. Das ist jetzt wurscht. Aber ein paar Treffer haben wir gemacht. Sehr gut. Puh. Streugeschütz, das habe ich auch noch nie gesehen. So, was bin ich denn? Mein Gott, ich habe nur 4 Kills bis jetzt. Macht nichts. Ich spiel's ja zum Spaß. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott, anscheinend geht's ja hinter mir ganz gut ab. Ja, leider habe ich das ein bisschen zu spät gecheckt. Und zurück. Ich muss sagen, als ich das Spiel gekauft habe, das war gleich beim Release letztes Jahr, also 2005 im November, da ist mir das leichter gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch daran liegt, dass ich den ganzen Quatsch immer aufnehme, dass man da irgendwie so unter Druck steht und sagt, ey, ich will da jetzt mal ein gutes Video abliefern und dann funktioniert halt gar nichts mehr. Oder ich bin einfach ultra scheiße geworden. Weiß ich nicht. Also, ich gebe dem Spiel die Schuld.
Ich bin jetzt, glaube ich, schon 12, 13 Mal draufgegangen. Die Rebellen haben den Ablenk aktiviert. Vorrücken und abschalten. Oh, ey. Der zimmert da alle weg. Wo ist er denn hin? Oh, ey. Da schon wieder. Diese Scheißpiloten. Ich sehe den, aber ich treffe ihn nicht. Gut, die dancen auch alle massenhaft hier rum. Hat er da ein Geschütz oder was ist das? Müssen wir doch wegbekommen. Ja. Den haben wir wegbekommen. Kann ja nicht wahr sein hier. Anscheinend, schau mal. Jawohl. Einfach mal hier rein. Die machen dasselbe. Bestimmt gleich einer. Ja, ja. So, ich mache jetzt mal einen Scan-Impuls. Wow, 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 wow. Das Ding war heftig. Der ist weg. Da geht's wirklich gut ab da drin. So, wusch. Jetzt schaut's gut aus. Jedenfalls wird nicht mehr geschossen. Können wir uns ja mit reinschmettern ins Getümmel. Na, ich bin schon weg. Was ist denn da los? Okay. Die sehen wir. Na, das gibt's nicht. Die spielen echt gut. Die anderen, nicht ich. Wir haben ihren Ablink deaktiviert. Verhindert jegliche Reaktivierungsversuche. So. Da wird. Da ist einer. Wahnsinn! Ich bin doch. Also sehen tue ich die alle immer schneller. Schießen tut immer der Gegner schneller. Da wieder so ein scheiß Aving. Arving Hansel. Arving. So. Ich will ja gar nicht rumhängen hier, weil. Ich konnte es nicht mal zu Ende denken. Da war ich schon wieder im Jenseits. Macht nix. Weiter geht's. Jetzt werden die Rebellen den Zorn von Lord Vader spüren. Die Rebellen kontrollieren die Ablenkstation. Da, das ist es. Das ist doch Mist, wenn man da nur mit dem Ding durch die Gegend fliegt und die, weiß ich nicht, die Fußtruppen wegmäht. Aber so einer, der bumst halt auch seine Mutter. Und sein Vater. Und mit seinem Onkel. Und seine Schwester. So. Jetzt wird aufgeräumt, Leute. Achtung. Er ist ganz in der Nähe. Holt ihn euch. Wo rennen die denn hin? So. Da war eine Annäherungsbombe. So. Wo ist er hin? Wir gucken uns das mal an. Der ist schon weg. Wir haben ihren Ablink deaktiviert. Vormarsch fortsetzen. Ach, wie cool. Jawohl. Aber ich habe irgendwas bekommen mit 30 Kills oder so. Keine Ahnung, wann ich das gemacht habe. Aber da freue ich mich. Das gibt wieder Motivation. Das macht dann auch mir wieder etwas mehr Spaß. Also ich spiele zurzeit auch Ding, wie heißt's? Rayman Legends. Das Spiel ist schon 2 Jahre, ja? Alt. Was ja nichts ausmacht. Da bin ich besser.
vielleicht, falls sich der ein oder andere genötigt fühlt, beim Zugucken und denkt sich, oh Mann, der Typ ist so blöd. Der trifft ja nichts. Richtig, stimmt. Schau dir Rayman Legends an, da bin ich mittelprächtig. Achtung, ich sehe schon wieder hier. Ich seh's. Also. Was mache ich denn jetzt? Das war nicht gut. Oh, da ist einer. Der ist weggeflogen. Kann man die Deckung ein bisschen nutzen? Oh, okay. Den Hammer. Da oben ist. Ah ne, das ist ein Flieger. Den hat da, oder? Oh, da muss ich raus. Orbitalangriff. Oh, zu langsam gewesen. Macht nichts. Weiter geht's. So. Wo schießt man jetzt da drauf? Da. Vielleicht bringt es was. Ne, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich kotze echt ab. Moment. Na gut, wir haben wenigstens die Runde gewonnen. Besonders begeistert bin ich nicht. Ich bin immerhin guter Drittletzter. 1-7 Punkte. 8-18. Wenn man sich den ersten anschaut, 48-17. Der hat da schon mehr gerissen. Vielen Dank fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.